Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Weiter geht's mit unserem Fall. Erkennt ihr einen der Orte auf der Karte? Einer ist eindeutig die Dufour-Werft, wo das Haus neue Schiffe baut. Ein weiterer ist der Steinleere Hain, die Heimat eines freundlichen Druidenzirkels. Der dritte scheint eine Höhle bei Tor Dreioch zu sein. Wirklich eine seltsame Sammlung sehr unterschiedlicher Orte. Wo sollen wir anfangen? Das überlasse ich euch. Untersucht alle drei und erstattet dann hier wieder Meldung. Ich werde Jakan zum Ableger schicken, Kapitän Kalin zur Höhle und Valessia zum Hain. Trefft euch mit ihnen bei jedem der Orte und seht, was ihr über unsere abtrünnigen Ritter herausbekommen könnt. Ich kehre zurück, sobald ich alle drei Orte untersucht habe. Wir wissen nicht, was der Orden der Emporstrebenden dort draußen tut. Doch hoffentlich wird uns etwas an einem dieser Orte zu den vermissten Königlichen führen. Seid auf der Hut. Ich möchte nicht, dass eine fähige Agentin verletzt wird, während sie mich unterstützt. Habt ihr gesehen, was mit dem Koloss von Gonfalon geschehen ist? Das habe ich. Ich kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie er einstürzte. So traurig es mich auch macht, den Fall des stolzen Baron-Admirals zu erleben, so haben wir doch drängendere Probleme. Ich werde um den Koloss von Gonfalon trauern, sobald die Allianzanführer in Sicherheit sind. Sprechen wir darüber, was wir bisher herausgefunden haben. Gehen wir die Hinweise durch. Eine hervorragende Idee. Fürst Baccaro finanziert die Friedensverhandlungen hier auf Hochinsel. Doch die Schiffe mit Großkönig Emmerich, Königin Eirin und Prinz Irnsgar an Bord sind nie eingetroffen. Wir vermuten, der Orden der Emporstrebenden ist irgendwie dafür verantwortlich. Genau. Die Kapitäne sagten, ein Sturm hätte ihre Schiffe versenkt. Wir wissen, dass der emporstrebende Markus Sturmmagie beherrscht. Eine hervorragende Schlussfolgerung. Den Kapitänen ist auch aufgefallen, dass der Magus und der Fürst der Emporstrebenden den Akzent bretonischer Adliger hatten. Wir glauben, dass ein Adliger von Hochinsel diesen Trupp abtrünniger Ritter finanziert. Dann habt ihr diese Karte aus Castelnavire beschafft. Ich erinnere mich, dort werden Orte aufgezeigt, bei denen Herzogin Elea davon ausgeht, dass sie den Orden der Emporstrebenden wichtig sind. Genau. Da wir auch wissen, dass der Orden der Emporstrebenden noch immer nach den vermissten Königlichen sucht, werden wir seine Aktivitäten nutzen, um uns die richtige Richtung zu weisen. Untersucht die drei Orte auf der Karte und bringt so viel in Erfahrung, wie ihr nur könnt, meine Teure. Durchsucht jeden Winkel. Und genau das werden wir auch Ich glaube, tun. der Umgang mit Adel ist nichts für mich. Wenn ich so förmlich sein muss, juckt es mich in den Ohren. Wieso gerade in den Ohren? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal kurz, wo wir eigentlich hin müssen. Also, hier oben müssen wir hin, da müssen wir hin. Das ist dann das in der Nähe von Tor Dreich. Und hier in der Nähe vom Kastell. Übrigens hier beim Kastell, ich glaube ungefähr hier beim Wegschrein, da könnt ihr auch die Quest starten, um die zweite Gefährtin hier aus der Gegend zu bekommen. Das werden wir definitiv auch alles noch machen. Allerdings erst in einem, ja, ich sag mal, zweiten Durchlauf, wenn wir nicht die Hauptstory durchspielen, sondern wenn wir die ganzen Nebenstorys und so spielen. Sucht beim Steinleere Hain. Ja, ich würde sagen, dass wir links anfangen. Das heißt, ich werde mich da erstmal hinporten. Das ist ja lustig. Ich sehe weder den, der gerade umgebracht worden ist vor mir, noch den, der umgebracht hat. Das ist ja toll. Ich habe nur einen kurz gesehen und weg war er. Okay. So, wir sind quasi am Zielort angekommen. Der Hain Ah, hier. sinkt vor Leid. Etwas Schreckliches ist hier geschehen. Ihr könnt es hören? Unglaublich. Ach, da seid ihr ja. Valessia hat mir von euren laufenden Ermittlungen bezüglich des Ordens der Emporstrebenden erzählt. Ich glaube, diese Aufrührer könnten für einen Teil der Pein des Hains verantwortlich sein. Nein. Valessia. Boah. Gerade stand noch ihr Name drin. Hallo, meine Freundin. Ihr kommt gerade rechtzeitig.
Ich habe Rüvana hier getroffen, als sie einer Arkanenstörung nachgehen wollte. Es kann kein Zufall sein, dass wir einem der Standorte des Ordens der Emporstrebenden auf der Karte der Herzogin so nahe sind. Was für eine Art Arkanenstörung? Wir sind uns noch nicht sicher. Auf Grundlage all dessen, was Fürstin Arabelle mir erzählte, ist es denkbar, dass der emporstrebende Magus für die Störung hier verantwortlich sein könnte. Rüvana versucht, ihren Ursprung ausfindig zu machen. Wir könnten eure Hilfe brauchen. Wofür braucht ihr mich? Rüvanas Ritual ist etwas komplizierter und ich würde ihr gern bei der Vorbereitung helfen. Könnt ihr einige Reagenzien sammeln, die wir brauchen werden? Sie benötigt 3 Blütensangblumen und einen azurfarbenen Fackelkäfer, bevor wir anfangen können. Wo finde ich diese Reagenzien? Blütensangblumen wachsen zwischen den Bäumen etwas nördlich von hier. Ihr erkennt sie an den auffälligen blauen und purpurfarbenen Blüten. Was den Fackelkäfer angeht, Rüvana erzählte mir, dass sie sich am See im Herzen des Hains sammeln. Sie sind wunderschön. Ich beschaffe die Blumen und einen Fackelkäfer. Und zwar irgendwo in der Richtung. Ach so, das war das mit dem Runenstein. Ich wollte gerade sagen, irgendwas kam da doch gerade. Aber ich muss, glaube ich, auf die andere Seite vom See, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Da schwirren die Fackelkäfer umher. Naja, gut, einer schwirrt hier umher. Ich nehme mal mit. Und hier habe ich auch noch was leuchten sehen. Das nehmen wir auch noch mit. Oha. Blütensangblumen. Morbide. Was? Verdorbene Steinlehre irgendwas. Blütensangblume. Eine von 3 untersucht. Ach so, ja, ja, das Untersuchen, das war was anderes. Da hinten sind noch welche. Irgendwo. Hier. Und irgendwo in der Richtung. Da hinten ist einer. Ach, die kann man auch kaufen, glaube ich, fürs Haus. Die habe ich, meine ich, auch bei mir im Haus drin. So, ist sie noch da, wo sie eben war? Weiß ich nicht weiter. Hier, genau. Lasst einmal sehen. Die Blumen sind in guter Verfassung und der Fackelkäfer ist lebendig und wohlauf. Ihr behandelt die Natur mit tiefem Respekt und habt meinen Dank. Vielleicht wird der Heines euch in gleicher Weise vergelten. Fangen wir an. Erzählt mir von diesem Ritual, das ihr durchführen werdet. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Geister der Natur leben in den sich wiegenden Bäumen, den blühenden Blumen, den funkelnden Fackelkäfern. Es kann schwierig sein, ihr Lied zu hören, selbst für jene von uns, die danach lauschen. Doch es ist da. Könnt ihr es hören? Ich bin mir nicht sicher. Was hat das mit dem Ritual zu tun? Der Hain leidet Schmerz und sendet eine Trauer aus, die alle in der Nähe spüren. Dieses Ritual wird Felsen, Bäume und Insekten bitten, ihr Wissen zu teilen. Sie sollen uns zur Quelle der Störung führen. Dort finden wir vielleicht Antworten. Ich habe jetzt gerade so vom inneren Auge so einen riesigen Schwarm Insekten und die ganzen Waldtiere, die alle schön schnurstracks auf eine Stelle hinlaufen. Das würde bestimmt richtig geil aussehen. Ich verstehe. Was wird jetzt geschehen? Ich führe das Ritual durch und dann sehen wir, wohin die Fährte führt. Bleibt zurück. Das wird nur einen kleinen Augenblick dauern. Ich lasse euch machen. Gebeine der Erde, Geister der Wildnis, singt für eure Diener. Führt uns zur Quelle eures Schmerzes. Seht, die Geister haben ihre Boten geschickt. Wie wunderschön. Folgt den Fackelkäfern, meine Freundin. Sie werden euch zur Quelle der Störung führen. Ja, dann. Ich kann auch einfach zum markierten Ort hinlaufen. Aber ich folge gerne den Fackelkäfern.
Die wollen, dass ich darum gehe. Ja. 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 Ein alter Druidenzirkel hier? Warum wusste ich davon nichts? Verirrte Magiker hängt noch in der Luft. Ein mächtiger Zauber wurde hier gewirkt. Sehen wir uns um. Interessant. Ich habe noch nie einen Druidenzirkel besucht. Sehen wir uns um und versuchen herauszufinden, welche Art von Magie hier vor kurzem gewirkt wurde. Das ist ein alter Ritualkreis der Druiden. Doch er wurde schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Mir war sogar ganz entfallen, dass es ihn gibt. Jemand hat hier aber vor kurzem Magie gewirkt. Doch es war keine Magie der Natur. Nicht im eigentlichen Sinn jedenfalls. Nun gut. Dieser Stein barg uralte Energien, die aber eher an Valisseas Magie als an meine erinnern. Ein Feuer lodert tief unter Hochinsel. Die alten Druiden bündelten seine Macht. Eine gefährliche Verlockung. Na, geh rüber. Ein zersplitterter Stab? Das kann vorkommen, wenn der Wirkende die Magie, die er führt, nicht eindämmen kann. Ein verzauberter Magnetstein, ein zersplitterter Stab und ein rauchender Spalt. All dies zurückgelassen an einem Ort, den die uralten Druiden der Insel einst nutzten. Eigentümlich. Was glaubt ihr, was hier geschehen ist? Nun, der Stab scheint eindeutig mit bretonischem Zauberwirken in Verbindung zu stehen. Auf jeden Fall ist er kein Hilfsmittel eines Druiden. Ein gesplitterter Stab ist ein schlechtes Zeichen. Was auch immer sie hier versucht haben, führte wahrscheinlich nicht zu dem Ergebnis, auf das sie gehofft hatten. Und der Magnetstein? Ich habe solche Steine schon selbst verwendet. Sie helfen bei der Fokussierung von Magicka über größere Entfernungen. Sie kommen immer paarweise vor, wisst ihr? Sie bilden eine sympathetische Verbindung zwischen zwei Punkten. Dieser Zauber, was auch immer er war, richtete sich also auf einen Punkt außerhalb dieses Druidenzirkels. Was ist mit dem Lavaschlot? Wer auch immer dieses Ritual gewirkt hat, scheint offensichtlich versucht zu haben, auf die tiefere Magie von Hochinsel zuzugreifen. Die Macht unter der Oberfläche ist sehr verführerisch. Doch ich bin mir sicher, Rüvana würde euch sagen, dass Zugriff und Kontrolle nicht dasselbe sind. Könnt ihr feststellen, welche Art Ritual hier gewirkt wurde? Nicht mit absoluter Verlässlichkeit, aber ich kann eine begründete Vermutung anstellen. Falls der emporstrebende Magus diesen Ort nutzte, um den Sturm heraufzubeschwören, der die Allianzschiffe verunglücken ließ, hat er offensichtlich die Kontrolle verloren. Das Ergebnis war unerwartet und jetzt muss der Orden sich deswegen so abmühen. Ich lasse Fürstin Arabelle wissen, was wir gefunden haben. Nehmt die Gegenstände mit zurück zum Alraun-Herrenhaus. Dort kann ich eine gründlichere Untersuchung vornehmen. Rüvana, wenn ihr es erlaubt, so glaube ich, dass ich euch helfen kann, die verbleibende Störung zu bannen. Mein Zirkel und ich danken euch, Valisseer. Ja, das ist doch toll. Dann wird dir direkt geholfen. Ich würde sagen, weil das jetzt noch nicht so viel war, dass wir jetzt noch nicht mal mehr sehen, wo wir hin müssen. Ja. Ich weiß es nicht genau. Es war irgendwo hier oben, glaube ich, und hier, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier zu Tor 3 in die Nähe gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind irgendwo ganz in der Nähe. Ah, hier links. Das sieht wie der Ort aus. Ich gebe euch Deckung. Von außen? Hallo Fisch. Wir haben es an diesem Platz geschafft. Und was soll man sagen? Hier gibt es eine Art Höhle. Genau wie die Karte es zeigte. Habt ihr schon die Höhle überprüft, Kapitän? Ganz allein? Nein, ich habe auf euch gewartet. Ich hätte den Eingang nicht einmal bemerkt, wenn ich nicht danach gesucht hätte. Wahrscheinlich hat der Orden der Emporstrebenden die Höhle deshalb ausgesucht.
So ist es mit Inseln und Schiffen. Man findet immer die Ratten. Ich werde reingehen und nachsehen, was da drin ist. Aber nicht allein. Soweit wir wissen, könnte sich der ganze verdammte Orden gerade da drin treffen. Mit etwas Glück haben wir die Gelegenheit, den Bastarden an die Gurgel zu gehen, die die Speerspitze haben verunglücken lassen. Gehen wir. In Ordnung, Captain. Okay, das sieht mir so aus, als ob wir rechts rum müssen. Dann können wir anscheinend... Ich weiß nicht, ob da eine Treppe ist. Aber wir können da wahrscheinlich so durchgehen. Also rechts rum würde ich jetzt mal einfach vermuten. Okay, das ist dann wahrscheinlich mit der Treppe gemeint. Transportpläne. Och Leute, ernsthaft. Wen wir an Bord hatten, wo wir hin wollten. Aber woher? Ja, eigentlich wollte ich es ja vorgelesen haben, aber danke, dass man dann immer unterbrochen wird. So. Die sind aber immer hinter mir, wenn ich durchlaufe. Das wird lustig, sagt sie einfach. Also, dass die hinter mir sind, meine ich jetzt, ne? So. Noch einer? Scheinbar nicht. Einst knietet ihr vor den Tyrannen, die diesen Krieg antreiben. Jetzt, unter dem Mantel des Ordens der Emporstrebenden, wird euer wahres Ziel offenbar. In eurem Spind findet ihr alles, was ihr für eure Mission braucht. Einen Anker-Magnetstein und ein mystisches Siegel. Platziert den Magnetstein am Fuß des Mastes und vervollständigt den mystischen Satz, der darauf geschrieben steht. So werden wir über die Position des Schiffs in Kenntnis gesetzt und so werden die Stürmer auf dem Meer verankert. Wenn ihr die Wolken aufziehen seht, zerbrecht das Siegel. Jedes wurde mit einem magischen Impuls versehen, der Magika dämpft und verhindert, dass die Tyrannen entkommen. Wenn sie erst tot sind, liegt die Zukunft in unseren Händen. Nachdem die Schiffe gekentert sind und ihr an Land gespült wurdet, kommt zur angelaufenen Grotte bei Tor Drauich, mich an meine Kindheit. Wo euch Hungrig eure gerechte Belohnung erwartet. Solange einem warm war. Den kenne ich. Der war an Bord meines Schiffs. Über diese Nein. Fürstin Arabelle hatte recht. Verdammt. Wir haben eine Ratte in unseren Reihen. Jetzt schulde ich der Fürstin eine Flasche von Tamikas dunklem Rum. Jemand hat unsere Pläne an den Orden der Emporstrebenden weitergegeben. Und der hat irgendwie Magnetsteine verwendet, um uns aufzuspüren und mit diesem Sturm anzuvisieren. Wie viele Leute wussten von den Plänen, die Allianzführer nach Hochinsel zu bringen? Nicht viele. Fürstin Arabelle, Fürst Baccaro und einige seiner wichtigsten Gehilfen. Die drei Kapitäne. Herzogin Elea und einige Adelige. Und alle, denen die Allianzanführer es anvertraut haben. Wenn es eine Sache gibt, die ich an Königshöfen gelernt habe, dann die. Sie alle lecken wie ein sinkendes Schiff. Standet ihr und die anderen Kapitäne miteinander in Kontakt? Wir sind uns ganz am Anfang kurz begegnet. Danach sind wir alle auf verschiedenen indirekten Routen hierher gesegelt. Ich habe mich erst mit den anderen Schiffen getroffen, als wir schon fast beim Archipel waren. Wie dem auch sei. Ich schätze, dies zeigt uns, wie der Orden der Emporstrebenden seine Mittelsmänner belohnt. Was meint ihr? Diese Verräter haben den Sturm und die Schiffsunglücke überlebt, um hierher zurückzukommen. Genauso, wie man es ihnen aufgetragen hatte. Und was war der Lohn für ihre Mühen? Eine Klinge ins Herz für jeden von ihnen. Kommt schon. Verschwinden wir von hier und erzählen wir es Fürstin Arabelle. Ich bringe diese Informationen so bald wie möglich zu Fürstin Arabelle. Ja, dann mache ich mich mal auf zum nächsten Punkt und wir sehen uns gleich dort wieder. So, irgendwo hier... Ah, ihr habt es geschafft. Gut, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hey, nun, ich bin einmal etwas umhergeschlichen, während ich auf euch gewartet habe.
Erinnert ihr euch an Hafenmeister Arno? Den schleimigen Skever, der unsere Schiffe an den Orden der Emporstrebenden verkauft hat? Man munkelt am Anleger, er sei hier. Klingt, als wären auch seine Drahtzieher nicht zufrieden mit ihm. Gute Arbeit, Jakan. Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Der hinterste Anleger. Das ist kein Schiff des Hauses Dufour dort draußen. Wenn wir davon ausgehen, dass Arno ein Gefangener ist, würde ich ihn wohl dort unterbringen. Wenn wir mit ihm sprechen wollen, sollten wir besser sofort handeln. Ich glaube nicht, dass der Hafenmeister noch lange zu leben hat. Patrouilliert jemand auf dem Anleger? Üblicherweise wären hier überall Ritter vom Haus Dufour, aber ich habe nicht einen gesehen. Doch der Orden der Emporstrebenden, das ist eine andere Geschichte. Er bewacht die Anleger zwischen uns und diesem Schiff. Wie auch immer dafür bezahlt wurde, die Ritter beiseite zu schaffen, hat das Große losgezogen. Wie sollen wir damit umgehen? Machen wir uns einfach auf den Weg zum Schiff und sehen wir nach, ob der Hafenmeister an Bord ist. Gut. Die Frage ist jetzt, wir müssen hier rum. Hier ist gerade keiner. Komme ich da rum? Links müssen wir rum. Aber wir müssen auf die Seite, glaube ich. Oder? Doch, wir müssen auf die Seite, so wie ich das sehe. Einmal hier rum. Und... nee, und hier rum. Oder? Ich halte euch den Rücken frei. Ja, schnappt sie euch. Macht das, danke. Funke wird dir beistehen. Moment. Wie kommen wir denn da hin? Achso, kommen wir hier runter, ne? Ah, ja, ja, ja. Okay, gut. Komm zu mir. Ich hab das Ziel gefunden. Aufhören, bitte! Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Mach das. Ich werde mir den Typen mal vorknüpfen. Ihr da! Ihr wart am Anleger bei Fürstin Arabelle. Ich dachte schon, der emporstrebende Magus wäre zurückgekehrt. Er braucht keine Werkzeuge, um mich zu foltern. Nicht bei seiner Magie. Der Schmerz. Das Feuer. Es war in meiner Haut. Holt mich bitte hier raus! Ihr habt euch vom Orden der Emporstrebenden bestechen lassen. Das habt ihr euch selbst eingebrockt. Ihr habt recht. Ich habe mich vom Gold blenden lassen. Doch hört mir zu. Ich weiß nichts über eine besondere Fracht, wichtige Passagiere, Amenos oder sonst etwas darüber. Sogar Fürstin Arabelle meinte, an Bord der Schiffe wären nur wichtige Vorräte für die Konferenz von Fürst Baccaro. Erzählt mir alles, was ihr wisst. Ich gab dem emporstrebenden Magus eine Reihe von Namen. Leute, auf deren Stillschweigen er vertrauen kann. Muskeln, um die Ware abzuholen, sobald die Schiffe auf Grund gelaufen sind. Doch es war alles nur Lug und Trug. Sie nahmen die Kapitäne gefangen und befahlen dann die Ermordung von allen, die angespült worden waren. Wisst ihr, wer der emporstrebende Magus wirklich ist? Meint ihr das ernst? Er traute mir nicht. Ich hörte weder seinen wahren Namen, noch sah ich sein Gesicht. Doch er ist reich. Das war offensichtlich. So reich wie ein Adliger, wie ein König. Das kann man an denen riechen, wisst ihr? All die Duftwasser, Seifen und edlen Kleider. Ihr hattet Amenos erwähnt. Was ist damit? Es ist die Insel im Norden. Ein Dschungelfels, auf den man Gefangene schickt, damit sie verschwinden. Der Magus hat befohlen, dass jemand auf Amenos gesucht werden soll. Nach wem sie auch suchen mögen. Er hat seine Ritter von den Untiefen dorthin verlegt. Das ist alles, was ich weiß. Nun macht mich los! Also wir können natürlich auch böse sein und uns dazu entscheiden, ja, ihn hier einfach zu lassen. Aber ich bin ganz ehrlich, er hat natürlich was Falsches getan. Er hat uns verraten, aber zum einen wusste er scheinbar wirklich nichts davon, was er genau verraten hat. Vielleicht hätte er es nicht getan, wenn er es gewusst hätte, man weiß es nicht.
Und zum anderen, na, wir stehen ja auf der guten Seite, also ich mache euch los, verschwindet von hier. Sofort. Vielen Dank. Ich werde dies wieder gut machen, ich schwöre es. Gute Arbeit. Ich wäre nicht so gnädig gewesen, aber wenigstens wissen wir mehr als vorher. Wir sehen uns im Herrenhaus wieder. Ja, das glaube ich. Im Herrenhaus. Ja, dann würde ich sagen, wenn Jarkan sich nicht im Weg stellt, ich mache mich jetzt auf den Weg dorthin und wir sehen uns sofort im Herrenhaus wieder. Fürstin. Da seid ihr ja, meine Teure. Ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Erzählt mir alles. Was habt ihr an den Orten gefunden, die auf Elias Karte markiert waren? Wir haben erfahren, dass die Verräter Magnetsteine an Bord brachten, um den Sturm zu den Schiffen zu locken. Verräter? Das bestätigt unsere Vermutungen. Doch Magnetsteine sind mächtige Arkane Foki. Was habt ihr sonst noch entdeckt, meine Teure? Einer der Orte war ein druidischer Ritualzirkel. Dort fanden wir ebenfalls einen Magnetstein. Magnetsteine auf den Schiffen und an der Ritualstätte? So muss der emporstrebende Magus die Schiffe mit seinem Sturm anvisiert haben. Bemerkenswert. Doch sollte der Sturm die Ankunft der Schiffe nur verzögern? Oder dem Orden die Gelegenheit geben, die Allianzanführer gefangen zu nehmen? Ein Brief deutete darauf hin, dass der Sturm hätte tödlich sein sollen. Doch Valessia glaubt, man habe die Kontrolle über das Ritual verloren. Dann ist der emporstrebende Magus nicht unfehlbar. Das ist gut zu wissen. Und die Beweise, die wir bisher entdeckt haben, verraten uns etwas. Der Orden glaubt, die Allianzanführer sind noch am Leben. Er macht regelrecht Jagd auf sie. Wir müssen sie vor ihm finden. Wir haben den Hafenmeister aufgespürt. Er erzählte uns, dass der Orden seine Suche von den Untiefen nach Amenos verlagert hat. Amenos. Ich schätze, es ist möglich, dass die Anführer auf jener götterverlassenen Insel angespült wurden. Während ich ermittle, wie wir uns diesem Ort am besten nähern, müsst ihr zu den Schiffwrackuntiefen reisen und Kapitän Zuso helfen. Ich bekam kurz vor eurer Ankunft eine dringende Nachricht von ihm. Ich mache mich gleich auf den Weg und helfe dem Käpt'n. Die Untiefen sind ein Friedhof. Die letzte Ruhestätte für Schiffe, die in der Meerenge zwischen Hochinsel und Amenos ein unglückliches Ende fanden. Geht und helft Kapitän Zuso. Er machte deutlich, dass es recht dringend ist. Was macht Kapitän Zuso in den Schiffwrack-Untiefen? Ich habe Zuso und Saji entsandt, um am Nordufer nach Spuren der verunglückten Schiffe oder der Allianzanführer zu suchen. Zusos Nachricht war kurz, aber unverblümt. Er hat etwas gefunden und braucht Hilfe. Ihr seid als erstes zurückgekommen. Daher bekommt ihr den Auftrag. Wie gelange ich zu den Schiffwrack-Untiefen? Ihr werdet ein kleines Boot vom Nordufer der Insel nehmen müssen. Es findet sich meist eines am Strand westlich der Dufour-Werft. Die Schiffwrack-Untiefen sind an der Nordküste, etwas westlich von der Dufour-Werft. Ja, das habt ihr mir gerade vor einer Sekunde gesagt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge an dem, was sie jetzt dreimal wiederholt hat, wieder treffen werden. An irgendeiner Werft. Auch wenn, also gerade wenn Leute mehrfach etwas sagen, gerade dann vergesse ich es eher, als wenn die Leute es einmal sagen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.